Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Schweizer Gesundheitsfernsehen. Heute sprechen wir über ein wichtiges und spannendes Thema, Anti-Aging oder auch wie wir lange gesund und glücklich leben und vielleicht auch schön bleiben. Und ja, so oft ist das Alter wirklich verbunden mit dem Gedanken an Sichtum, an Einschränkungen und an Krankheit. Aber muss das wirklich so sein? Darüber spreche ich gleich mit Christoph Blottek. Und er wird wie immer spannende und überraschende Antworten für uns haben. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Christoph. Hallo, Silvia. Spannendes Thema ja, heute. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, weil das ist ein Thema, das spricht mir so aus dem Herzen. Aha. Weißt du, weil oft hat man das Gefühl, wenn man älter ist, ist per se das nicht mehr und das nicht mehr. Ja. Und weißt du, man sieht auch, das Altwerden hat gar keine, wie soll ich sagen, Qualität mehr, weil man sieht die Weisheit nicht. Man spricht über Alterung, man hat wegen Pflegeplätzen und man sieht nie das Potenzial des Alters. Ja. Da freue ich mich sehr. Ja, ich mich auch. Ja. Ja. Wie können wir uns fit und ja, auch jugendlich, nicht nur nicht im Äußeren, ich meine nicht den Schönheitswahn, sondern wirklich das jugendliche Gefühl und die Neugierde und die Lebensqualität erhalten. Ja. Ja, also ich muss erstmal so ein bisschen gucken, was da so richtig kommt, weil du hast es auch richtig gut beschrieben. Auf der einen Seite gibt es so übersteigerte Darstellungen und Wünsche und ich glaube, dass da dann auch ganz, ganz zu Unrecht, und das meine ich jetzt nicht wörtlich, so eine Art Depression entsteht. Ja, so eine Art, boah, darüber will ich gar nicht reden. Mhm. Und irgendwie kommt da auch eine Lebensspanne auf einen zu, die vielleicht einfach per se weniger Qualität hat, ja, weniger Leben beinhaltet, weniger Lebensqualität beinhaltet. Aber muss das so sein? Nein, nein, ganz und gar nicht. Ja, also es ist wirklich, und ich hoffe auch, dass ich das natürlich für mich so erleben darf. Ja, das wissen wir erst in 50 Jahren, ob es erfolgreich war. Ich kann auf jeden Fall erstmal schon mal für mich sagen, mir geht's gut. Ja. Ja, also ich sitze hier gern bei dir, ich spüre keinerlei Schmerz, keine wirklichen Einschränkungen an meinem Körper und ich glaube, das ist selbstverständlich. So, ja, und das Gegenteil ist auch wahr, das wissen wir, das besprechen wir oft. Also das heißt, man darf dankbar sein, dass man so ein Gefühl haben kann. Ja, das, und diese Dankbarkeit Tipps und Tricks dazu, die gebe ich gerne seit 20 Jahren weiter. Ja, ja, das treibt mich an, einfach die Chance auf Prävention, Regeneration und dahinter steht ja Lebensqualität, Leistungsfähigkeit, glücklich sein, zufrieden sein, seinen Platz im Leben haben, ja, eine Aufgabe vielleicht haben, wenn man das will. Ja. Und da bin ich voller Tatendrang und bin gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Ja, es braucht so vielleicht auch, ja, es braucht die realen Situationen, die man dann irgendwo beschreiben kann und sagt, so, wo können wir da eingreifen? Ja, ich glaube, was du so gesagt hast, eben auch, es fängt ja wie auch ein bisschen in der Sichtweise auf das Älterwerden an. Ja. Weil man, wenn man dann denkt, ja, jetzt ziehe ich mich zurück und lasse es mir, schau nur noch für mich und dann wird ja der Horizont immer kleiner, keine Impulse mehr. Und ich glaube, man lebt auch davon lebenslang, dass man Gaben hat, dass man andere Menschen unterstützt, auch sieht, einfach alles in gutem Maß, aber dass diese Lebendigkeit und das Geben und das Nehmen noch da ist, irgendwie das empfinde ich persönlich jetzt als ganz wichtiger Aspekt. Ja. Genau, also so. Nur bei Wikisana haben Sie die einzigartige Möglichkeit, direkt mit unseren Experten in Kontakt zu treten. Erhalten Sie noch heute Antworten auf Ihre spezifischen Fragen von den Experten Ihrer Wahl. Die Aufgaben in der Gesellschaft, in der Familie sind zum Beispiel schöne Aufgaben, Oma sein zu können zum Beispiel, Opa sein zu können, weil die Lebensenergie zur Verfügung steht. Ja. Ja. Oder ich muss mich zurückziehen und muss sagen,
ich bin zu alt für Enkelkinder oder so, ja. Mhm. Also es hat mit dem Alter nichts zu tun, sondern mit der Biologie. Also wie viel Energie steht zur Verfügung, dieses Ereignis Enkelkind zu verarbeiten und zwar erfolgreich zu verarbeiten. Ja. Also da ist ganz, ganz viel möglich. Wir sehen den Bereich zum Beispiel in der Proteinversorgung. Mhm. Also wie bin ich mit Proteinen versorgt? Bin ich überhaupt ausreichend versorgt? Ja. Und das ist vor allem im Alter und auch bei chronischen Erkrankungen eine wichtige Art der Prävention und Stabilisierung. Ja, die Proteinversorgung bei 1,5, vielleicht auch bei 2 oder 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu gewährleisten. Das ist zum Beispiel mal ein Einstieg, wo viele dann sagen, ja, aber ich habe ja gar keinen so richtigen Hunger mehr. Und in dem Moment, wenn die Verdauungskraft nachlässt, lässt ja oft auch das Soziale nach. Ja? Mhm. Also ich gehe auf deine, keine Ahnung, Geburtstagfeier nicht, weil ich esse da vielleicht ein Stück Sahnetorte, was mir nicht gut tut. Ja. So dieses Jahr so. Oder ich muss da sitzen, will und kann nicht. Ja. Also es ist ja Frust. Und diesem Frust weicht man dann verständlicherweise aus und sagt, ach, liebe Silvia, ich habe was anderes zu tun. Ja, ich muss nach dem Hund gucken oder sowas. Ja, so. Und, und da hoffen wir, dass wir die Menschen erreichen und sagen, hey, lass uns das anschauen. Was ist der Engpass? Was ist das genau mit dieser Sahnetorte? Ja, wo können wir mit einer guten, stabilen Verdauung zum Beispiel dafür sorgen, diese Sahnetorte zu verstoffwechseln? Und dann bin ich an deiner Geburtstagsparty dabei und an der Geburtstagsparty sind wiederum die Enkelkinder. Und also verstehst du? Ja. Ja, und das ist das, was wir wirklich tausendfach schon erleben. Ja. Also viele Kunden auch in dem Alter haben, ich sag jetzt mal 75 bis 95, und die uns berichten und sagen, hey, wow, cool, ja? Ich kann, darf und will. Ja? Ja. Das finde ich so schön, eben, dass wir uns erstens bewusst sind, dass wir bis wir sterben, können wir uns wieder regenerieren. Ja. Oder der Körper, der ist so genial, der kann immer auch jahrelang Misshandlung, wenn man so sagen möchte, kann er wieder ausgleichen in jedem Alter. Und ich glaube, nicht, dass man das per se so sagen kann, aber sehr oft ist halt einfach auch, wenn man im Älterwerden Beschwerden hat, dass man wirklich jahrzehntelang vorher schon wirklich nicht gut gelebt hat. Mhm. Und dass das dann oft eigentlich, man denkt, es ist einfach wegen dem Alter, aber weil irgendwann vielleicht der Körper jahrelanges Übergewicht, Rauchen, Trinken nicht mehr wegstecken kann, Stress. Mhm. Und dass wir uns bewusst sind, nicht einfach das Alter ist per se so und dass man auch im Alter immer wieder alles praktisch alles regenerieren kann. Und da denkt man ja auch, das geht jetzt halt nicht mehr und schickt sich dann so rein, dass man da vielleicht auch Mut macht, zu sagen, es ist nie zu spät, etwas umzustellen in der Denkweise, in der Lebensweise. Ja. Und der Körper, der hat da wirklich viele Möglichkeiten, auch noch im Alter. Siehst du das auch so? Ja, genau. Und das ist auch was ich im... Also ich denke gerade an eine Kundin, mir liegen alle Kunden total am Herzen. Ja. Aber eine Kundin, die wir seit vielen Jahren jetzt schon begleiten dürfen, ist ins Coaching eingestiegen mit 82 und jetzt sind wir schon, gehen wir Richtung 86 und haben zum Beispiel einen Engpass begleitet als Coaching-Grund. Das Augenlicht, also Augengesundheit war der Engpass, mit dem die Kundin einen Struggle hatte, wo schon auch wirklich Operationen da waren und wo auch dann bei weiterer Verschlechterung wieder eine Operation angestanden wäre und dann wäre der einschneidende Faktor unter anderem, dass man vielleicht kein Auto mehr fahren kann, weil der Augenarzt dann sagt, na ja, ob das so ausreicht. Ja? Und dann hat man wieder den sozialen Verlust,
der Beweglichkeit, der Mobilität, wegen dem Alter, ja, sind wir wieder. Und also was da wirklich mich auch sehr glücklich macht, ist wirklich das über Aminosäureversorgung, über Entgiftungsmaßnahmen, aber auch über Coaching, über Gespräch, über Motivation, über Ziele setzen. Ja? Was ist denn das nächste Ziel? Wo willst du hin? Ja? Wen willst du besuchen? Was soll erlebt werden? Was ist im Alltag das, was Lebensqualität ist? Ja, selbstbestimmt zu leben, sich selber einen Kaffee kochen zu können, mit dem Nachbarn reden, in die Stadt fahren. Ja, das sind ja Dinge, die machen Freude. Ja, so, oder sollen Freude machen und Antrieb geben. Und da will ich wirklich Mut machen zu sagen, überprüfende Proteinversorgung. Und es ist einfach so, dass wir ab dem 40., manche sagen auch ab dem 35. Lebensjahr schon, also nicht irgendwie im Alter, sondern schon relativ jung, lässt die Assimilation oder die Verwertung von Aminosäuren ein Stück weit nach, sodass wir sukzessive in einen degenerativen Prozess kommen, was wir dann als Altern beobachten können. Weniger Kraft, weniger Muskulatur, weniger Sauerstoffsättigung. Ja, alles so diese einschränkenden Faktoren kommen Stück für Stück. Und diese Faktoren sind Proteinfunktionen oder Proteinfehlfunktionen. Also die Fehlfunktion ist immer dann, wenn du sagst, ich will reiten gehen, habe aber keine Kraft. Ja, ich habe einen Schnupfen oder so. Und dann hat man eine Proteinfehlfunktion. Und da ist es wirklich so, da gibt es richtig gute Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, die diese Unterversorgung als Überangebot dann sozusagen biologisch betrachtet ein ganzes Stück weit ausgleichen können. Ja, das kann man ja sehen. Das sind ja auch von der Europäischen Union im Übrigen abgesicherte gesundheitsbezogene Aussagen, dass man einfach über eine gute Proteinversorgung auch Muskelmasse aufbauen kann, ja, dass man das alles braucht. Das ist ja nicht, habe ich mir nicht einfallen lassen, sondern dafür gibt es eine hohe Evidenz. Also setzen wir die Evidenz ein und haben dann wissenschaftliche Ergebnisse am Ende, nämlich mehr Stabilität, mehr Beweglichkeit, mehr Kraft, was immer bedeutet, ich traue mir auch mehr zu. Und dann kann ich schöne Dinge erleben, kann in der Gesellschaft leben. Und darüber hinaus gibt es zum Beispiel die Proteinfaltungstechnologie, die Unterstützung für die Proteinfaltung. Das heißt, ja, dass wir tatsächlich über Phasen und Felder unser Körperwasser so optimieren, dass wir eben wieder bessere Proteinfunktionen haben können. Also, wie geht das konkret? Also wir arbeiten da seit 2017 mit der Nano-VI-Technologie. Ist eine Technologie, die Phasen und Felder so aufbaut in vorbefeuchteter Luft, dass wir das einatmen können. Es geht also dann auch wieder über die Lungen, die ja oft auch Engpass sind in der Lungenfunktion, in der Sauerstoffsättigung. Ja. Und in der Sauerstoffsättigung steckt ja ganz stark unsere mentale Energie, auch unsere Körperkraft ist ja auch sauerstoffbasiert. Ja. Also ohne Sauerstoff macht der Muskel zu und sagt, nee, ich will mich nicht mehr bewegen, ich will auch nicht mehr denken, und muss dann zum Beispiel sitzen. Ja, wenn ich keinen Sauerstoff habe, kann ich keinen Rasen mähen. Wenn ich keinen Sauerstoff habe, kann ich kein Auto fahren. Wenn ich keinen Sauerstoff habe, kann ich mich nicht mit dir unterhalten. Diese Technologie sorgt eben dafür, dass die Proteine, die dafür zuständig sind, den Sauerstoff zu assimilieren und ins Blut zu transportieren, eben in ihrer Faltung, also in ihrer Funktion, angeregt werden.
Ja, und das kann man dann übertragen auf alle Körperproteine und kann das einfach testen auch mal. Das kann man bei uns auch testen. Man kann es bei bestimmten Kliniken oder Beta-Anti-Aging-Spezialisten auch, die das auch im Einsatz haben, auch kennenlernen. Ja. Und hat dann die Übersäuerung und so auch einen Einfluss auf die Proteinverhaltung? Absolut. Ja. Ja. Also das Thema Übersäuerung, freut mich, dass du das ansprichst. Da denke ich gerade an wirklich auch eine liebe Person in meiner Familie, die ich immer, wenn ich an sie denke, also eine Tante von mir, denke ich immer an Fußbad. Also sie hat es gelebt, ihr Leben lang so viel wie möglich. Ja, früher hat man das Fußbad oft gemacht. Ja, ja, stimmt. Ja. Und sie hat auch ein langes, glückliches Leben gehabt. Und dieses Fußbad haben wir jetzt perfektioniert, haben zusammen mit dem deutschen Ingenieur, der hat sich seit 20 Jahren mit dem Thema Wannen, Wellness, Massagebäder und so weiter beschäftigt. Mit dem habe ich gemeinsam eine Premium-Fußbadewanne entwickelt. Da könnten wir jetzt hier sitzen, haben die Füße im basischen Wasser bei einer angenehmen Temperatur zwischen 33 und 35 Grad und habe dann zeitgleich auch, das waren jetzt auch so 1,5 Jahre, ein spezielles Basenbad-Formel entwickelt, damit wir einen möglichst hohen pH-Wert bekommen, um eben diese Entsäuerung der Haut, also nicht vom Körper, sondern der Haut an den Füßen zum Beispiel, zu gewährleisten, stark, also diesen osmotischen Druck aufzubauen, damit die Säure eben ins Wasser übergeht. Und das sind so Maßnahmen, die tatsächlich dafür sorgen, dass das, was ich mir hier oben produziere, nach unten möglichst weg kann. Das kann ich natürlich auch in Vollbädern machen. Wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Kann ich natürlich auch in Vollbädern machen, die in unseren Augen möglichst auch 1, 1,5 Stunden oder länger stattfinden. Das ist oft technisch nicht immer möglich. Aber so ein Vollbad pro Woche, maximal 2 Vollbäder pro Woche, die so im Langzeitbaden sind. Da gibt es auch ganz interessante Theorien. Ab 1,5 bis teilweise 12 Stunden langes basisches Baden. Ah, okay. Ja, aber da muss man immer darauf achten, dass man natürlich auch, und da sprechen wir auch immer mit wirklich guten Physiotherapeuten, mit Ärzten. Wenn man halt ein schwaches Herz hat, dann muss man da vorsichtig sein, gucken, dass man alle Stunde wirklich mal aufsteht. Das Herz kommt sonst in einen anderen Druckbereich. Ja, ja. Wenn man zu lange im Wasser lebt, hat man ja andere Schwerkraftszenarien. Ja. Wie jetzt wir, wenn wir hier sitzen und das Herz muss wirklich den ganzen Körper aufrecht halten vom Druck her. Und wenn wir dann in der Schwerelosigkeit, im schwerelosen Wasser sind, dann kommen wir plötzlich in andere Bereiche. Also da vorsichtig sein. Aber generell das Thema Fußbad ist eine sichere Maßnahme, täglich die Haut zu entsäuern. Ja. Und ich nehme es zumindest so wahr, diese moderaten Temperaturen sind auch eine schöne Einzahlung auf unser Nervensystem. Ja? Also das ist kein Hitzestress. Ja? Und es ist aber auch kein Kältestress. Ja? Also es ist so, der mediterrane Sommer hier am Bodensee zu genießen. So einfach so eine milde Information, wo der Körper sagt, da bin ich gern. Da fühle ich mich auch zu Hause. Das sind ja so klimatische Bedingungen vielleicht auch nochmal. Das steht uns ja nicht allen zur Verfügung oder frei. Wir leben ja hier eigentlich in Mitteleuropa. Bei uns ist auch mal kalt. Ja. Und wir haben diese Klimareize, die, glaube ich, auch sinnvoll sind für den Körper, die aber verarbeitet werden müssen. Haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, über die Wetterfühligkeit zum Beispiel, dass man sagt, boah, das ist anstrengend, wenn starker Wind ist, wenn Wetterwechsel ist. Und das haben wir ja in den klimatischen Bedingungen doch oft, dass wir einmal sehr heiß und nächsten Tag sehr kühl. Und das ist ja auch eine Belastung, gerade im Alter. Und was ich vielleicht auch noch
dazu sagen will, oft ist es ja nicht unbedingt das Alter, sondern auch eine Anreihung von Unfällen und Verletzungen, die uns einschränken. Ja. Ja, also wenn ich eben, was weiß ich, ja, oft Bandscheibenoperationen, solche Dinge, die schränken irgendwo ein. Mhm. Ja. Und auch da ist so wirklich mein Anliegen zu sagen, hey, okay, ja, da ist eine Verletzung, da ist eine einschränkende Operation, da ist bestimmt auch eine bestätigte Behinderung zum Beispiel, also ja, an Beweglichkeit oder an Arbeitsfähigkeit. Aber trotzdem dann immer wieder auch den Mut zu haben und zu investieren in alles, was noch funktioniert. Ja, genau. Ja, auch wieder die Proteinversorgung hochhalten, antientzündliche Stoffe regelmäßig verwenden, Omega-3, Kurkuma fällt mir ein, aber auch so, ja, so allgemein Dinge wie jetzt ein Maca oder auch Moringa-Pflanze, ja, zu gucken, was macht mir Spaß, was passt zu meinem Typus, was gibt mir Energie, und da dran zu bleiben. Und dann ist es doch auch oft schön, wenn man auch nur den ein oder anderen schmerzfreien Tag erntet, ja. Ja, und sich über den dann wieder dankbar zu freuen und den dann auch einzusetzen. Mhm. Das sind wirklich Dinge, die lohnen sich. Das hast du ja auch schon beschrieben. Mhm. Ja, und ich kann das bestätigen. Also ich kann wirklich bestätigen, dass im Coaching, in der Begleitung, dass man da wirklich sich dann immer wieder freut und sagt, hey, ja, wow, ich kann in die Therme fahren, ja, ich bin mobil, ich besuche Freunde, Bekannte, Verwandte und kann es auch verarbeiten. Ne? Ja. Ich muss mich nicht in meiner Wohnung zurückziehen. Ja. Auch das Thema Altersheim, ich finde das alles gut, wenn das alles gut gemacht wird. Ja, ja. Ja? So, und für mich ist halt so eine Motivation zu sagen, jedes Jahr, wo ich quasi, für mich, aber das ist hoffentlich auch noch weit weg, aber für meine Kunden, die das bei uns anfragen im Coaching, wo ich einfach sage, jedes Jahr, was man zu Hause leben kann, erfolgreich lebt, ohne in Gefahr zu sein. Ne? Ich rede jetzt nicht von unvorsichtigen Dingen wie ja, wenn massiv Alzheimer oder irgendwas. Ja, ja. Ja, dann ist ganz klar, dann geht der Fremdschutz und Selbstschutz vor. Aber wenn man den Eindruck hat und es auch bestätigt wird, dass es alles gut klappt, aufgrund von Stabilität, wow, ja, ja. Also das ist Motivation für mich. Ne? Das ist auch meine Vision. Ja. Und ja. Vielleicht, du hast jetzt ganz viele wunderbare Dinge auch uns mitgegeben, was man verändern kann, wenn gewisse Dinge eben schon geschehen sind. Und gehört es für dich dann auch immer dazu, dass man wirklich auch mal noch schaut, wie ernähren sich dann die Menschen auch? Ja. Das ist ja ein wesentlicher Faktor. Ja, also ich gehe sehr, sehr gerne den Ansatz, dass ich sage, okay, ich brauche eine möglichst breit aufgestellte Ernährung. Mhm. Gemüse, Proteine, Früchte, also sprich Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, die müssen ja irgendwo angeliefert werden. Mhm. Eine einseitige und eine industriell produzierte Ernährung oder verarbeitete Ernährung darf schon mal sein, sollte aber nicht bei 80% liegen, ja. Also eher mal bei 10%, so ja. Also Junkfood tastes so good, habe ich mal in Kanada im Radio gehört. I like Junkfood because it tastes so good, das ist ja. Der einzige Grund. Also wenn ihr was aus Freude esst, dann ist es okay, aber trotzdem, es braucht eine breit aufgestellte Ernährung. Und auch da gilt vor allem im Alter dafür zu sorgen, dass die Verdauungskräfte hoch sind, dass also die Protein, die Aminosäure, die Mineralstoffaufnahme möglichst gewährleistet bleibt im eigenen Stoffwechselsystem. Ja, ja, also mit guten Bakterien pflegen, ja, entgiften, den Magen-Darm-Trakt, mobil bleiben, Bewegung, so viel wie möglich Bewegung einbauen. Das Thema Nordic Walking,
Laufen, Spaziergänge, mhm. Fahrradfahren, Pferde haben, Hund haben. Ja? Also alles, was einen auch herausfordert, wo man sagt, wenn ich das nicht mache, dann gibt es Probleme. Ja? Mhm. Das ist ja manchmal so ein Motivator. Ja. Ja, ja. Das finde ich total gut. Und da taucht dann schon manchmal auf, dass man sagt, okay, da binde ich jetzt einmal am Tag einen Shake ein, wo alles drin ist, um sicherzustellen, mhm. ich habe alles. Ja? Weil ja. ich verliere vielleicht manchmal den Überblick so ja. Im Tagesgeschehen. Oder manchmal hat man vielleicht auch so, ja, vielleicht nicht so die richtig große Lust für sich alleine, jetzt was zu kochen. Ja. Und dass man dann mit guten ganzheitlichen Shakes einmal am Tag so eine Versorgungsentlastung hat, wo ja. man sagt, hey, da habe ich das. Ja. Und danach kümmere ich mich wieder um das andere. So. Ja. Ja. Wunderbar. Also Christoph, es war wieder sehr bereichernd. Und ich glaube einfach so die Inspiration, wirklich nicht per se zu denken, wenn ich alt bin, ist das so und so, sondern ja. zu sagen, sein eigenes Alter, Altwerden zu kreieren, ja. sage ich mal. Mit der Freude, mit dem Wissen, dass unser Körper sich ständig regenerieren kann bis zum Tod. Ja. Das war ein ganz schöner Ausblick. Vielen lieben Dank, Christoph, warst du wieder bei uns. Gerne, ja. Und vielleicht noch, was wir noch fast vergessen haben, wenn die Menschen sich da bei dir melden möchten oder ein Coaching oder einfach weiter vertiefen, wo erreichen sie dich? Ja, also was mir noch irgendwie auf der Zunge ja, liegt, ja. ist so dieses Thema Never Give Up. Ja, also so, hey, fordert Hilfestellung ein, wenn ja. ihr das möchtet. Ja, und wir sind gut ansprechbar. Es gibt Partner von uns im deutschsprachigen Reformhandel, Naturkostläden, mhm. bei den Heilpraktikern. Es gibt Biosa-Coaches, die ich persönlich ausbilde. Also ich biete auch eine Ausbildungsreihe an. Und wir sind erreichbar unter www.biosa-vitalkonzepte.de. Da kann man auch ein Coaching buchen, da kann man anrufen gerne, ja, oder einen Brief schreiben. Mhm. Und da kümmern wir uns gerne um die Anliegen und gucken, ob wir gut zusammenpassen. Mhm. Und genau, freuen uns auf eure Anliegen. Schön gesagt. Danke, Christoph. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Was für eine Vision, wirklich gesund und auch glücklich alt zu werden. Packen wir es an. Ich hoffe auf ein anderes Mal. Bleiben Sie gesund. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, den Kanal hier unten noch zu abonnieren oder über Wikisana alle unsere Sendungen auch werbefrei anzuschauen oder diese Auswahl von Sendungen zu konsumieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.